du spielst FIFA Ultimate Team und brauchst unbedingt noch ein paar Coins, dann schau mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link zu meinem Partner MMOGA. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 15, dem Karrieremodus. Heute geht es auch wieder weiter in der Liga. Und zwar zu Hause gegen den AC Florenz. Sie sind auf Platz 6, also haben Kontakt zu den internationalen Rängen. Wir haben im letzten Spiel gegen Bologna leider nur 1:1 gespielt. Und Moment, da gucken wir gleich nochmal auf die Tabelle drauf. Ihr seht das in der Tabelle. Es wird nochmal richtig, richtig spannend zum Schluss. Also wir sind auf Platz 1 mit 68 Punkten und mit nur 3 Punkten Vorsprung. Also der Vorsprung ist wieder geschrumpft auf nur 3 Punkte auf den AS Rom. Wir haben ja immer noch das bessere Torverhältnis, aber wir dürfen uns jetzt wirklich gar keinen Ausrutscher mehr leisten. Und dahinter der AC Mailand, also die haben sich da auch nochmal hochgekämpft, haben 64 Punkte, 4 Punkte Rückstand. Also es zählt jetzt wirklich, die nächsten Spiele zu gewinnen. Die nächsten Wochen werden nochmal richtig, richtig entscheidend. Die nächsten Parts, heute vor allem, und dann auch noch im nächsten Part dann gegen Cesena. Haben wir ja im letzten Part geguckt. Und dann geht es im Champions-League-Finale Hinspiel nach Barcelona ins Camp Nou, wo wir dann das Hinspiel bestreiten dürfen. Hier würde ich sagen, spielen wir mal wieder mit der normalen Mannschaft. Mit der Juventus-Standardmannschaft, ja. Dann darf gegen Cesena nochmal die Reserve ran, damit die ganzen Topstars gegen Barcelona fit sind. Da spiele ich auf jeden Fall mit der Standardmannschaft. Komme da, wer wolle. Das habe ich mir schon so ein bisschen zurecht geplant. Also hier die Standardmannschaft gegen Cesena Reserve nochmal. Und dann geht's gegen Barcelona mit der Standardmannschaft. So, also los geht's. Florenz, 6. Platz. Hinspiel weiß ich gar nicht, wie wir da gespielt haben. Ich glaube, das war sogar der Auftakt. Ich glaube, das war sogar der Auftakt zur Saison. Da haben wir, glaube ich, 1:3 gewonnen. 1:2, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gewonnen, glaube ich. Und in der Rückrunde weiß ich ja nicht. Also 6er. Wie gesagt, sind noch oben mit dabei, haben Kontakt zu den internationalen Rängen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das hier läuft. Und wir haben Rom hinten drin sitzen im Nacken. Das ist nicht so toll. Hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, dass sie noch so weit rankommen. Gerade jetzt mit der ersten Chance. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn wir die nächsten beiden Ligaspiele, wenn wir da von 6 Punkten 6 holen auch, dann müssen wir halt hoffen, dass Rom, wie gesagt, noch irgendwie sich ein Ausrutscher erlaubt oder sogar der AC Mailand, der kann es noch werden. Also sie können noch ihren Titel verteidigen. So wie Dall mit der ersten oder mit der nächsten Chance. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Die nächsten Parts dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen, wenn ihr wissen wollt, wer Meister wird, wer Pokalsieger wird und wer möglicherweise die Champions League gewinnt. Ich hoffe, das sind wir. Aber okay, das alles in den nächsten Parts. Jetzt erstmal hier gegen Florenz. Das ist kein Foul. Vorteil gepfiffen. Oh. Oder er lässt weiterlaufen. Hier haben wir Badelli, der Ex-Hamburger. Salifo unten, habe ich ihn gesehen. Oh, Matos, ganz frei. Das darf eigentlich nicht sein. Das ist 1:0. Wir hätten da wieder gefehlt. Da war schon wieder eine Riesenlücke. Das habe ich schon gesehen im Augenwinkel, dass da unten einer frei ist. Ich habe schon gedacht, bitte spiel nicht hin. Aber er macht's und Matos macht somit das 0:1. Und wir laufen wieder in einem Rückstand hinterher. Oh, weia. Da unten haben wir das gesehen. Basagli ist da rausgerückt. Und Rainer Matos mit seinem erst zweiten Saisontor. Und gerade gegen uns wieder. Naja, aber egal. Das hatten wir ja schon des Öfteren. Aber egal, komm. Wir haben noch so viel Zeit. Giovinco mit der Schusschance. Ach, vorbei leider. Schade, schade. Wir müssen ja leider immer noch auf Seydou Doumbia verzichten. Der hat sich... Was hat er denn gemacht? Ich glaube, die Schulter ausgekugelt oder irgendwas an der Schulter, glaube ich, hat er. Und fällt, glaube ich, schon, also insgesamt fällt er, glaube ich, 4 oder 5 Wochen aus. Also jetzt in den wichtigen Spielen wird er uns leider fehlen, das merkt man natürlich. Das ist ein ganz wichtiger Mann. Der hat mit die meisten Saisontore geschossen. Also zumindest mal in der Liga. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Champions League oder im Pokal aussieht, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall in der Liga. Weil er immer super, super wichtig ist. So, Matos sitzt... Scheint Florenz so ein bisschen das Heft in die Hand zu nehmen. Teixeira. Oh, steckt wieder unten durch auf Iavumenko. Und Buffon klärt den erstmal. Aber nicht gut. Nicht gut. Bernardeschi. Berlante auf Salifu. Der den schönen Pass gespielt hat zum 0:1. Und es gibt Eckball. Und für Florenz. Eckfahne wedelt immer noch. Bei Danny wird sie treten. Ja, Buffon muss den eigentlich haben und hat den. So, jetzt habe ich aber keinen vorne. Und Basali will ich nicht anspielen, der ist Innenverteidiger. Der hat da vorne nichts zu suchen. So, außen mal Rodriguez, der kann sich mal mit nach vorne einschalten.
Ja, das wirkt aber irgendwie alles so behäbig, ey, als ob die gar nicht aus dem Arsch richtig kommen. So, Giovinco, außen mal Isa. Das hat er mal schön gemacht gegen Bernard Dreschi. Da kommt Bernard Dreschi nicht hinterher. Giovinco läuft wieder zu weit. Oh, warum denn? Vidal? Boateng, der kann es auch aus der Position. Ach, scheiße. Kann er nicht. Aber Giovinco, schade, kriegt den fast noch zurück. Auf Boateng. Und was auf Kalle tut sich denn? Tevez, abseits. Also, es wird wieder hektisch. Wird wieder ein bisschen hektischer, wird wieder alles so ein bisschen mehr so zufallsbedingt. Und ja, war abseits leider von Carlos Tevez. So, Roncalli, Higassi, Brillante außen. Vielleicht sollten wir, ja, wie gesagt, erstmal versuchen, auf die Defensive jetzt so ein bisschen zu achten. Aber defensiv stehen wir ja, oh, ganz sicher, wollte ich eigentlich sagen. Da kommt so eine Scheiße dabei rum. Vielleicht, oder gerade beim 0:1, da wo es drauf ankommt. Da hat leider Basani ein bisschen gepennt. Isla jetzt auf Giovinco. Komm. Kein Abseits. Doch. Fuck! Aber der wäre nicht rein. Mensch, lauf doch einfach mal eine Sekunde später los. Lauf doch nicht einfach zu früh los. Ich wollte den da schon durchschicken, aber er war im Abseits. Und dann kam der Gegenspieler immer näher und dann musste ich spielen. So, Badelli, Matos, das ist der Torschütze. Außen noch mal ist er. Bernard Dresch, der hat jetzt mal die Seite gewechselt. Ja, kriegt den in die Mitte, Badelli, Basali klärt und ist verletzt. Nee, der andere war das. Der von Florenz. Der hat sich böse wehgetan, aber sie spielen weiter. Buffon hat den, sicher. Und da ist er verletzt. Badelli, der Ex-Hamburger, ist beim Zusammenprall. Oh, hier Basali. Da nimmt er einen Arm auseinander wie beim Wrestling. Ist ja echt Wahnsinn. So, Buffon. Oh, wir müssen den nicht zurückspielen. Sehr gut. Können wir aber gleich da vorne auf Giovinco schicken? Nee. Und, Badelli wird ersetzt durch Valero. Oh, schön aufgepasst. Basali, Kadlec. So, und nach vorne, Rodriguez. Rodriguez mal mit einer Einzelaktion. Ja, klappt nicht so ganz. Tevez, Vidal, außen Isla, ja. Gegen Salifu. Und den klärt er. Ach, das ist alles zu durchschaubar. Das ist, also, da könnte ich ja selber schon vorher sagen, was ich mache. Mal ein bisschen mehr Ideen, mal etwas, Unerwartetes. Womit der Gegner nicht rechnet. So, Boateng hier zum Beispiel. Vielleicht mal ein Schuss. Aber der wird abgefälscht. Ah, der wird doch noch gefährlich. Für Alonso, glaube ich, der da im Tor steht. Nee. Er ist aber nicht, der hat nicht die 28. So, Eckball, Isla. Ein paar Kopfballstarke haben wir ja in der Mitte. Da zum Beispiel Giorgio Chiellini. Wuchtiger Kopfball rüber, leider. Ja, und somit, wenn es blöd läuft, sind wir nach diesem Spieltag punktgleich mit Rom. Wenn es ganz blöd läuft. Neto ist im Tor, ja. Neto. Wer kennt ihn nicht? Neto, Nemo. Heißt doch alles das gleiche. So, Alaba hat ihn gewonnen. Jawohl, Vidal. Andere Seite, Cutlet. So, jetzt haben wir mal vorne vielleicht ein bisschen Platz. Aber da bietet sich halt niemand irgendwie mal mit an. Die laufen irgendwie alle weg. So, Cutlet jetzt mit der Flanke. Tevez, nee. Und geklärt ins Aus. Müssen, jetzt haben die auch noch den Ball. Also momentan läuft wieder wenig für uns, muss man ja sagen. Aber jetzt vielleicht. Kalec holt sich den Ball. Das müssen wir jetzt einfach ausspielen. Und ich vermassel's wieder, aber wir haben Glück. Wir werden ja mit Glück haufenweise zugeschüttet. Abgewälschter Ball. Und Carlos Tevez lässt sich als Torschütze feiern. Aber wir haben aber auch wieder Glück. Das war aber auch wieder mega schlecht ausgespielt. Eigentlich hätte ich das... Das geht eigentlich gar nicht. Eigentlich darf der so nie reingehen, aber so what? Abgefälscht von, na, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall von der 25. Vielen Dank an die Nummer 25 von Florenz. Wenn du dieses Video siehst, kannst dich ja kurz mal bei mir melden. Meine Handynummer hast du ja. So. Dann wollen wir mal loslegen. Gerade vor der Halbzeit, ein wichtiges Tor. Vielleicht setzt das jetzt nochmal ein paar Kräfte frei in der zweiten Halbzeit. Wir gucken mal. Gut, Napoli 1:0. Die haben sich verabschiedet aus dem Meisterschaftsrennen, glaube ich. Die haben zu viel Punkte Rückstand. Können wir vielleicht noch was auf der Ausmann. Hier, Boakye haben wir ja auf der Bank. Richmond Boakye. 23-jähriger Ghana. Ist so auch nicht langsam. Also 79er Antritt. Ja, klar hat er noch Entwicklungspotenzial. Ist er erst 23, aber er hat schon 75. War, glaube ich, letzte Saison ausgeliehen. Hat eine Schusskraft von 85, das ist nicht schlecht. Das kann sich sehen lassen. So, wir lassen erstmal die Aufstellung so.
Und guck mal, was sich da hoffentlich noch Gutes für uns in der zweiten Halbzeit entwickelt. Ein Sieg wäre heute super, super wichtig, weil ich weiß ja nicht, wie Rom spielt. Wir müssen ja jetzt immer davon ausgehen, dass Rom gewinnt. Dass die immer ihre Hausaufgaben machen. So, Issa hat jetzt mal ein bisschen Platz, okay. Kann sich mal ein bisschen den Ball vorlegen, läuft mit dem Ball, Flanke. Oh, der rutscht nicht durch auf Dyvinko. Schade, schade, schade. So, Bernardeschi. Bernardeschi, Valero und Ball ist weg. So, Leute, hinten mal jetzt wieder ein bisschen Ruhe reinkriegen hier. Nicht ganz zurück, das brauchst du auch nicht machen. Buffon, Chiellini. Alaba, Isla gegen Salifu, ja. Schön gemacht, mal eine Einzelaktion. Ja, am zweiten auch vorbei. Jetzt will das aber wissen, die Isla. Nee, das war dann leider einer zu viel. Drei sind einer zu viel. Jetzt im Kino. Brillante Alaba, ja, oh nein. Ja, oh nein. Haben wir leider nicht das Glück. Ja, Womenko. Ja, wo soll er hin? Klärt ihn in die Mitte, Carlos Tevez. Ja, hat den. So, Dyvinko. 1 gegen 3. Na, scheiße, da kommt er nicht durch. Aber haben wir wieder. Vidal. Außen auf Zapkales. Was traut er sich? Gegen Alonso, da kommt ein Zweiter dazu. Und das gibt Freistoß. Das ist alles, weiß ich nicht. Wo sind denn die Leute aus dem Mittelfeld, die mal nachrücken? Da war gerade wieder außen Watzlaw Cutlets alleine gegen zwei. Die spielen jetzt hier kurz. Ja, das war gut. Also das ist Schicht bei FIFA manchmal auch nicht. Also entweder von hinten rausspielen oder gleich rausschießen. Okay, das ist ja gut für uns. Nein, da wollte ich gerade durchstecken. Auf Tevez. Och man, spielt doch einmal mit Florenz, ey. Ja, wirklich so eine super Stadt. Bei Assassin's Creed hat mir die Stadt so gut gefallen. Jetzt könnte auch mal was für mich tun hier und mir im Meisterschaftskampf helfen. So, Vidal. Steck durch und komm nicht auf Isla. Und der Innenverteidiger versucht mit einem Fallrückzieher. Und Isla holt sich den. So, jetzt sind wir aber wirklich drin. Wir nehmen die Zweikämpfe an, sind in den Zweikämpfen drin, gewinnen auch jetzt mal ein paar wichtige. Aber Giovinco, Boateng. Jetzt sind sie wieder dabei, ja, so ein bisschen Handball zu spielen. Cutlets, Tevez, Giovinco hat mal die Schusschance. Oh, täuscht nochmal an. Und dann ist die Chance auch wieder vorbei. Das ist wieder hier alles zu behäbig. Aber wir sind in den Zweikämpfen gut drin. Was? Abseits? Oh, komm, ey. Gut, also wir müssen weiterhin. Es hilft ja nichts. Wir müssen weiter vorne Druck machen, weiter versuchen, vorne unsere Chance irgendwie auszuspielen und auch gleichzeitig versuchen, hinten so gut wie es geht, dicht zu stehen. Momentan gelingt uns das ja gut in der zweiten Halbzeit. Oh, das geht zu einfach. Bernardeschi, außen Valero. Oh, wo ist denn da der Linksverteidiger? Sprich Rodriguez. Der treibt sich wieder irgendwo vorne rum. Der steht nicht auf seiner Position. Guckt euch das mal an. Der steht beim Schiedsrichter und unterhält sich da mit dem. Ey, so sieht das aus. Bernardeschi. Jetzt bitte kein Tor und kein Foul. Teixeira. Buffon. Also ihr müsst auch eure Position halten. Hier, Jungs und Mädels, ey, das geht so nicht. Stivinko versucht es nochmal außen mit einer Einzelaktion gegen Brillante. Ah, der ist aber auch schon am Arsch, den können wir gleich mal rausnehmen. Aber für diese Aktion hier reicht's noch. Stivinko, komm, ein Schuss noch, abgefälscht. Gib den Eckball, jetzt können wir mal wechseln. Stivinko zum Beispiel, da bringen wir einfach mal den Richmond Boakye ein. Rein. Mal gucken, wie der so ist. Also ich habe mit dem noch nie gespielt. Oder ich habe den auch noch nie spielen sehen, irgendwie. Auch in echt. Ich weiß nicht, wie der drauf ist, was das für ein Spielertyp ist, aber wer eine Schusskraft hat von 85, der kann vorne auf jeden Fall mal mithalten. So, Isla. Wo haben wir denn die schwarze Perle? Da mit den gelben Schuhen, ist er das? Das ist er, glaube ich. Da ist erstmal Chiellini und Neto fischt den sich runter. Da war vorne mit der Nummer 28 Richmond Boakye in seinem ersten Spiel. Oh, vielleicht macht er ja ein Tor. Sein Premierentor, das wäre so wichtig. Das wäre so wichtig. So, Watzlaw. Kade ist aber außen. Setzt sich da durch. Oh, hat den. Nicht. Verliert den leider wieder leichtfertig. Rodriguez, einfach mal dazwischen grätschen. So, aber oben fehlt jetzt natürlich Rodriguez. Sehen wir da. Isla. Oh, mit Boakye zusammen. Müsst ihr euch den holen. Freunde, das geht nicht. Vidal hat er. Cutlets, Tevez. So, und jetzt Vidal. Und vorne Richmond Boakye. Da ist er. Die erste Chance für Richmond Boakye. Und er knallt den Außenpfosten an. 80. Minute. Ah. Da machen sich die 85 Schusskraft aber bewährt, ey. Mein lieber Freund. Den habe ich ehrlich gesagt schon oben im Winkel einschlagen sehen. Fuck. Das wäre ja mal eine Geschichte gewesen. Richmond Boakye. Kommt rein.
macht sein allererstes Spiel so richtig für Juventus und macht dann fast das 2:1. Aber wir haben noch 10 Minuten Zeit. Aufgepasst. Jakovenko. Oh, Alaba muss er ran. Gut. Da braucht er gar nicht ran. Isla. Nee, nicht in die Mitte. Oh, das war gerade gefährlich. Fernandes, Valero, Buffon. Buffon ist da. Komm, Buffon, steh auf da. Carlos Tevez, außen, was darf? Cutlets. Oh, Junge, geh doch da einfach hin. Geh doch da einfach hin. Aber setzen die jetzt auch nochmal alles auf eine Karte? Das kommt mir so vor, als würden die auch wieder hinten ein bisschen offen stehen, ja. Also Florenz spielt ja auch auf Sieg, spielen auch mit jetzt mehr Leuten vorne. Oh, das kann doch nicht sein, dass wir den nicht geklärt kriegen da, ey. Wo vorne hat den? So, und jetzt ab nach vorne. Da war Richmond Boakye. Gewinnt einen wichtigen Kopfball. Oh, Vidal. Aber Boakye rennt hinterher. Klasse. Klasse. Richmond Boakye macht ein richtig super Spiel. Obwohl er erst 15 Minuten drin ist. Gefällt er mir jetzt schon richtig gut. So, Cutlets. 90. Minute läuft. Cutlets. Tevez. Und Richmond Boakye. Das gibt's doch nicht. Richmond Boakye. Er kann selbst kaum glauben. Zweite dicke Chance von ihm. Richmond Boakye. Also ich hätte ihm jetzt schon längst gegönnt, ey. Der spielt erst 15 Minuten und spielt schon ein richtig geiles Spiel. Außenpfostenschuss. Im Mittelfeld einen wichtigen Zweikampf gewonnen. So, komm, eine Ecke haben wir noch. Václav Kadec, der ist auch am Arsch. Aber Junge, komm, die Flanke kannst du noch bringen. Nee, kann er nicht. Alaba faul? Das ist kein Foul, Junge. Ich krieg dafür dann immer gegen mich einen Freischuss. Das geht ja wohl gar nicht hier. Alaba, oh, jetzt haben die auch noch Glück. Jetzt müssen wir noch aufpassen, dass wir hier nicht verlieren. Bernard Reschi, außen ist Rodriguez. Bernard Reschi, aufgepasst, Rodriguez. Ey, komm da hinterher. Basali, Flanke. Und Chiellini klärt. Naja. Ist auch nicht wieder das Wahre. Also 1:1 ist ja schön und gut, aber Freunde, so wird es nochmal mega, mega spannend. Ich gehe jetzt davon aus, dass Rom gewinnt. Also haben wir nur noch einen Punkt Vorsprung. Ein Punkt Vorsprung vor Rom. Und wir hatten wieder die Chance. Und vor allem Richmond Boakye hatte zwei riesengroße Möglichkeiten, das Spiel noch für uns zu entscheiden. Aber okay. Ich finde trotzdem, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich den mal in die Reserve-Startausstellung tue. Ich glaube, man muss so Leute einfach mal spielen lassen. So, und Rom, gut, hat nicht gewonnen, aber dafür der AC Mailand. Also ist jetzt Mailand Zweiter, jetzt haben wir 4 Punkte Vorsprung auf Rom. Napoli, ja, ich denke mal, die haben sich aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Haben wir denn schon rechnerisch irgendwie, stehen schon irgendwie was fest? Bologna, 18 Punkte, nee. Also selbst der Abstiegskampf ist noch nicht entschieden. Der Kampf um Europa ist noch offen und die Meisterschaft auch. Also AC Mailand hätte ich echt gar nicht damit gerechnet, dass sie noch oben irgendwie rankommen. Aber Freunde, es muss irgendwie mal wieder ein Sieg her. Also gegen Cesena sollte auf jeden Fall ein Sieg her. Und danach geht's gegen Barcelona. Also ich bin wirklich gespannt, wie die nächsten beiden Parts laufen werden und aussehen werden. Und bevor ich das vergesse, mache ich jetzt mal Eis. Ich bringe mal Richmond Boakye auf jeden Fall mal hier in die Startausstellung. Wo ist er? Hier ist er. Ich finde, der hat richtig gut gespielt für seine 15 Minuten, die er da war. Für Morata. Und dann kommt Morata mal auf die Bank für Carlos Tevez. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn Morata? Wo habe ich den jetzt hingetan? Da. Und ihr seht hier immer noch Seydou Doumbia. Wie lange ist er noch verletzt? Steht das hier? Nee. Müssen wir mal gucken. Hier, das steht auch hier in den Nachrichten drin. Hier, Spieler verletzt. Hier ist Seydou Doumbia. 3 Wochen. Das war die Nachricht vom 6. April. Beim Spiel gegen Cesena ist es der 17. Also wird noch eine Woche fehlen wahrscheinlich, so knapp 1,5 Wochen vielleicht noch. Aber dann ist er wieder dabei. Also, und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine positive Bewertung da. Schön den Daumen nach oben. Ja, wieder ein bisschen vergewaltigen, würde mich freuen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.